Morgen wünsche ich euch nochmal hier vom Haus Düsse. Heute ist der letzte Kurstag mit Abschlussprüfung und ich will euch nur mal einen Überblick geben, einen kleinen Überblick, weil ihr könnt von hier gar nicht alles sehen, was es hier alles auf so einer Landwirtschaftsschule vom Land gibt. Unfassbar, wie riesig das hier ist. Hier ist ein altes Schloss, ne? Da haben wir uns angemeldet. Dahinter ist die Kantine. Hier sind verschiedene Parkplätze, P1, P2 und so weiter. Wir haben jetzt hier hinten auf einem kleinen Parkplatz geparkt und die Parkplätze sind alle belegt. Hier sind überall Schulungsräume, da sitzen Leute drin. Wir selber sitzen jetzt hier um die Ecke, wo die Ladesäule ist, wo es um Energiewirtschaft geht. Und hier wird das gelehrt, was nachher auf den Betrieben umgesetzt wird. Und wenn jemand so kritisch ist, wie auch aus der Politik, dann ist eigentlich der erste Ansatz meiner Meinung nach, und es wird so sein, dass man hier anderes lehrt. Und das hier ist der Stand von dem, was hier an den Mann gebracht wird. Und dementsprechend filme ich das mal gerne ab. Und wenn jetzt einer von den Politikern kritisch ist, dann sollte man eben nicht solches lehren, sondern anderes. Muss natürlich alles wirtschaftlich sein, aber es ist nun mal interessant, für mich auch, euch das hier zeigen zu können. Stallrundgang, hier sind viele Bereiche, die man nicht betreten darf. Und da hinten geht wieder eine Gruppe von, keine Ahnung, was es für ein Kurs ist. Die gehen auf jeden Fall in den Stall, dementsprechend gekleidet, wir eben nicht. Wir sind eben wegen Biogas hier und machen da gerade eine Ausbildung, dass wir eine Biogasanlage betreiben dürfen. Das darf man auch nicht einfach so. Da muss man einen Nachweis haben und dementsprechend machen wir das natürlich, weil wir uns eben konform ausbilden lassen in dem Bereich, genau wie es jeder Landwirt gemacht hat. Wenn er nicht studiert hat, war er hier auf einer Landwirtschaftsschule oder beides. Und wer das kritisch sieht, der muss genau hier ansetzen und hier alles ändern. Wir sind nämlich mit unserem Wissen, mit unserem Fachwissen, genau mit dem konform, wie das Land das haben möchte. Ja, und ich würde euch gerne hier alles mal zeigen, aber das wird schwierig sein. Ich möchte hier auch nicht so viel mit der Kamera rumlaufen. Also hier gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Wir sind hier nur in einem kleinen Teil. Hier ist auch eine eigene Biogasanlage mit bei und eigene Silos und so weiter und so weiter. Also das hier sind natürlich Futtermittelsilos. Eben auch andere Silos. Ja, hier sind wahrscheinlich Schweinchen drin. Und das sollte sich jeder Politiker auch mal vor Augen führen, mal hier hinfahren. Herr Özdemir war mit Sicherheit schon öfters hier und hat sich hier fortgebildet über den Stand der aktuellen Technik, der aktuellen Schweinehaltung schlau gemacht. Und Baulehre-Schau ist da vorne. Und dann kann man erst kritisieren, wenn man weiß, was man überhaupt lehrt und vermittelt. Und da geht es nämlich los, dass man es hier ändert, damit wir Landwirte ein anderes Wissen vermittelt kriegen, wenn man es eben kritisch sieht, dass das alles nicht richtig ist. Und das finde ich so widersprüchlich. Naja, so, da ist schon jemand. Also, ich sag mal, wir hören und sehen uns. Bis später. Tschüss.